ich bin noch nicht fertig. Ich wollte eigentlich dazu noch was sagen. Das brennt mir jetzt das ganze Wochenende schon auf der Seele. Ich habe dazu auch nichts aufgeschrieben. Das war einfach zu viel und habe gedacht, versuche jetzt mal das, was mir da durch den Kopf gegangen ist, hier nochmal zusammenzufassen. Steht ja so schön da in unseren Informationen schreiben. Wir haben ja jetzt auch eine Website, wo das alles drin steht. Wir reden von Frieden, von respektvollem Umgang miteinander. Und da ist mir aufgefallen, dass das manchmal schon in ihren selbst ja gar nicht so richtig funktioniert. Der Frieden fehlt in mir selbst. Und dann fehlt auch der Frieden zu meinem Nächsten. Das funktioniert auch nicht immer so. Und ich ziehe das ja seine Kreise. Wenn ich selbst in mir den Frieden habe, den Frieden weitergebe an meine Nächsten und weitergebe an meine, den Kreis immer größer ziehe, Bekannten, Arbeitsstellen, dann kann sich auch dieser Frieden immer mehr in der Welt verbreiten. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wo fängt denn bei mir der Frieden an und wo hört er auf? Oder wo fängt er bei dir an? Bei dir. Genauso mit der Freiheit. Wo fängt denn die Freiheit bei mir an? Wo hört sie auf? Die Gerechtigkeit, wo fängt sie an und hört sie auf? Und das sollte sich jeder dann mal fragen. Denn ich habe jetzt in der letzten Zeit erlebt, dass es auch innerhalb unserer Mahnwache oft zu Diskrepanzen kam, dass es manchmal auch so war, dass da kein Frieden mehr da war. Und ich wünsche mir einfach, dass man halt, für mich ist Frieden ohne Gewalt. Das heißt nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch physische und auch wie ich mit jemand rede. Dass es dieses Anschreien zum Beispiel, da könnte ich weglaufen, das mag ich überhaupt gar nicht und das macht bei mir so direkt so eine Wand runter. Und dann gibt es Menschen, die sind sehr, sehr empfindlich und reagieren dann sehr aggressiv. Auch die sollten mal überdenken, wie sie sich anders verhalten können. Das Problem mit der Freiheit, da hat mich mein Sohn geprägt. Nicht umgekehrt. Mein Sohn hat mich geprägt. Also das, was ich jetzt hier erlebe, seit 4 Monaten, dass ich überhaupt hierher gekommen bin, das habe ich meinem Sohn zu verdanken. Ich habe früher nie verstanden, was er von mir wollte, was er damit meint. Und jetzt weiß ich es. Und ich akzeptiere auch so, wie er leben will. Mein Sohn lebt frei. Er ist frei von allem, von der Gesellschaft. Von er hat sich einfach seinen Freiraum geschaffen. Bei mir hört auch die Freiheit dann schon auf, wenn mir jemand irgendwelche Erwartungen andichtet, die ich nicht erfüllen kann. Wenn ich das Gefühl habe, ich darf nicht mehr frei meine Meinung äußern, ohne schief angesehen zu werden. Oder wenn ich aus Versehen was kaputt mache. Und bin ich auch nicht mehr frei. Ich bin auch nicht mehr frei in dieser Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, dieses Gefängnis, das wird immer enger. Die Wände kommen praktisch auf einen zu. Vor Jahren habe ich mich noch angepasst, versucht anzupassen. Ich habe funktioniert. Sehr lange funktioniert, bis es einmal irgendwann gar nicht mehr ging. Da hat es mich krank gemacht. Heute weiß ich warum. Und seit ich versuche, nicht mehr zu funktionieren, sondern zu gucken, was kann ich in meinem Leben verändern? Was kann ich in der Welt verändern? Seitdem geht es mir besser. Seit ich aktiv bin, seit ich Aktivist bin. Aber auch da muss man aufpassen, dass man nicht über seine Grenzen geht. Denn das ist mir jetzt auch passiert. Ich bedauere es eigentlich, dass wir nicht noch mehr Leute sind, die auch helfen, aktiv uns zu unterstützen. Denn es kostet halt auch viel Zeit und Arbeit und Energie. Zum Beispiel so einen Infostand herzurichten. Der ist noch lange nicht so, wie er sein soll. Aber wenn man nur 1-2 Leute ist, die das dann organisieren oder bewerkstelligen sollen, da
dann geht es manchmal einfach über die Grenzen. Ich arbeite noch, ich habe ein Haus, ich habe zwei nicht ganz gesunde Kinder zu Hause. Und mein Herzblut steckt aber halt in der Mahnwache. Das ist mir sehr, sehr wichtig und deshalb mache ich das trotzdem. Ich komme oft nach der Arbeit direkt hierher. Ich pendle zwischen Arbeit und Mahnwache hin und her. Es gibt ja noch mehr Termine und deshalb würde ich es begrüßen, wenn sich auch von den, die auch im Orga-Team sind oder die sich in der Friedensmahnwache angemeldet haben als Mitglieder, wenn ihr auch nicht hierher kommen könnt. Vielleicht kann aber zu Hause was getan werden. Ihr meldet euch, schreibt an unsere Website oder in der Friedensmahnwache Saarbrücken, wenn ihr helfen möchtet. Das entlastet uns all, wenn wir die Arbeit verteilen können, sodass jeder ein bisschen macht, dann ist niemand überfordert. Dann noch den Punkt zu der Gerechtigkeit. Wo fängt denn die an, wo hört die auf? Bei mir fängt sie da an, zum Beispiel, ich habe jetzt einen Sack voll mit 12 Äpfeln. Ich gebe dir 6 Äpfel und dir gebe ich nur 4 Äpfel. Ist das gerecht? 2 Menschen, eine Mann und eine Frau, arbeiten im gleichen Betrieb, haben den gleichen Job. Der Mann verdient mehr als die Frau. Warum? Weil er ein Mann ist. Ist das gerecht? Mann, die gleiche Arbeit. Auch die Gerechtigkeit hier unter uns möchte ich halt pflegen oder jedem ans Herz legen, zu überdenken. Wie gehen wir miteinander um? Ist das gerecht, wie ich mit einem rede? Ist es gerecht, wie ich ihn behandle? Ist es gerecht, jetzt auch aus der Haut zu fahren? Ist es gerecht, ein Kind anzuschreien, nur weil ihm was runterfällt? Ist es gerechtfertigt, jemanden anzuschreien, weil er aus Versehen auf eine Decke tritt? Also ich könnte da jetzt noch stundenlang drüber reden, was mir alles durch den Kopf gegangen ist. Mir ist halt einfach nur wichtig, dass ihr alle drüber nachdenkt und wirklich mal wirklich nach innen, nach euch guckt. Wie viel Frieden habe ich denn in mir und wie viel kann ich davon weitergeben? Damit halt wirklich ein friedvolles Miteinander entstehen kann. Das heißt ja nicht, dass man jetzt nicht sich ärgern darf oder wütend sein darf. Das ist ja ganz normale menschliche Reaktion. Es kommt halt darauf an, wie gehe ich damit um? Wie präsentiere ich meine Wut? Ist die angemessen oder reagiere ich über? Weil das ist auch so eine Sache, wo ich dann manchmal denke, hallo? Also das war jetzt unnötig. Ich kann mich ja ärgern, ich kann ja auch wütend sein. Ich bin ja jetzt auch wütend, aber schreie ich jetzt durch die Gegend? Gut, es ist jetzt durchs Mikrofon etwas lauter. Normal bin ich nicht so laut. Und normal rede ich auch nicht so frei von der Leber weg. Und ich hoffe, ihr denkt alle mal drüber nach, wie wir in Zukunft miteinander umgehen. Ich möchte einfach nur, dass wir den Frieden, den wir hier leben wollen, zeigen wollen, dass wir den auch zeigen. Danke. Vielen, vielen lieben Dank, Heidi.